Und deswegen lassen Sie mich aus aktuellem Anlass aus zu dem Post auf Instagram, der eben angesprochen worden ist, ganz deutlich sagen, dieser Post ist nicht akzeptabel. Und er ist deswegen auch vollkommen zu Recht zurückgezogen worden. Und die entscheidende und entsprechende Stelle hat um Entschuldigung für diesen Post gebeten. Und dieser Entschuldigung schließe ich mich ausdrücklich auch an. Denn dieser Post passt nicht zu dem, was auch in unserem Traditionserlass zugrunde gelegt ist, dass nämlich die Wehrmacht grundsätzlich als Institution für die Bundeswehr in keiner Weise sinn- und traditionsstiftend ist. Daran gibt es keinen Zweifel. Wir haben das entsprechende Gespräch geführt. Es sind persönliche Fehler, die dort passiert sind, aber eine herzliche Bitte hätte ich auch. Wir haben mit den betroffenen Mitarbeitern der Stelle gesprochen. Bisher gibt es keinen Anhaltspunkt für irgendein politisches Motiv. Und ich würde herzlich dafür bitten, bevor Sie nicht entsprechende Beweise haben, auch nicht mit solchen Anschuldigungen gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesen Bereichen hier aufzutreten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bundeswehr und die Soldatinnen und Soldaten tragen zu Recht den Wahlspruch, wir dienen Deutschland, und das tun sie. Und dieser Dienst ist ein gefährlicher. Es ist ein Dienst, der nicht nur im Innern, nicht nur in Deutschland und im Bundesgebiet der NATO stattfindet. Es ist auch ein Dienst, der im Ausland stattfindet. Frau Bundesministerin, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Gesine Lötsch, Fraktion Die Linke. Gerne. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade gesagt, Frau Ministerin, es gäbe keinerlei Vermutung oder Veranlassung, ein politisches Motiv dahinter zu vermuten. Welches Motiv könnte es denn sonst sein? Oder anders gefragt, sind Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ungebildet, so naiv, dass Ihnen so etwas unterlaufen kann? Also zuerst einmal, sehr geehrte Frau Abgeordnete, habe ich eben gesagt, wir haben mit den Betreffenden sofort die Gespräche aufgenommen. Und bisher gibt es keinen Anlass dafür, ein politisches Motiv anzunehmen, keine Hinweise darauf. Wenn es diese Hinweise gibt, dann nehmen wir das sehr ernst. Aber bis es sie gibt, würde ich bitten, davon Abstand zu halten, Beschuldigungen einfach in den Raum zu stellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Dienst der Soldatinnen und Soldaten ist kein einfacher, und er ist auch gefährlich. Und daran erinnern uns in diesen Tagen insbesondere auch die 13 getöteten französischen Soldaten.